Barbara, du suchst jetzt dein Herzblatt. Ja. Und ihr anderen drei, ihr erhaltet von mir jeweils eine Rolle. Deswegen müsste Barbara jetzt erstmal auf ihren Herzblatt-Hocker und die berühmte schalldichte Kabine überstülpen. Dass du uns nicht mehr hörst. Barbara? Ist unschuldig. Gut. Passt auf. In der Reihenfolge, wie ich euch jetzt die Rollen gebe, sitzt ihr neben Barbara. Und zwar als erster Tätje. Du bist Jürgen Fliege, der vom Teufel besessen ist. Als zweiter ist der Olli. Du bist der Besitzer eines chinesischen Lieferservices, der alle Bestellungen vergisst. Und Mirko, du bist Frankensteins Monster, bei dem der Schöpfer untenrum was vergessen hat. Barbara, bei diesen drei, da könnte eins davon könnte dein Herzblatt sein, aber vor allem sage uns, wer sind deine Herzblätter? Kandidat Nummer eins, ich suche einen Mann. Du bist sehr sportlich. Welche Art von Sport machst du? Und wovon und so weiter? Sag mal. Also wichtig ist mir dabei immer natürlich, dass die Kinder da nicht mit reingezogen werden. Solange die Kinder sich wohlfühlen und, aber wie steht Ihre Familie dazu, dass Sie jetzt hier heute auftreten? Das erkläre ich dir später. Kandidat Nummer zwei. Auch du machst eine Sportart, die mich begeistert. Welche ist das? Die habe ich vergessen. Hi. Kann ich die Frage nochmal haben? Du machst eine Sportart. Welche ist es? Wie heißt acht Kostbarkeiten in meiner Heimat? Kandidat Nummer drei. Auch du machst einen Sport, der dir sehr am Herzen liegt. Welche Sportart ist es? Ich habe nie lesen können. Ich habe nie den. Oh. Könnt ihr eine Kugel stoßen, aber seid ihr. Kandidat Nummer eins. Auf unserer Hochzeit hältst du eine Rede. Was sagst du ungefähr? Hochzeit, Hochzeit. Normalerweise bin ich ja kein Kunde bei der. Deine Mutter ist eine Schlampe. Passen Sie gut auf sich auf. Nummer zwei, was sagst du bei unserer Hochzeitsrede den Gästen? Da danke ich wahrscheinlich. Sie hatte bestellt eine Wonton-Suppe. Ich habe leider nur Sauerschraubsuppe. Ist das auch okay? Kandidat Nummer drei, was sagst du? Schön, dass ihr da seid. Lass uns mal richtig die Birne vollknallen. Kandidat Nummer eins. Ich bin schwanger und wir bekommen endlich unser heißersehendes Kind. Wie reagierst du auf die Schwangerschaftsnachricht? Nun, das Kind ist sicherlich nicht von mir. Man soll das Kind immer als ein Geschenk Gottes betrachten. Und wenn dieses goldene Kind ein Satan wird. Wie freust du dich auf unser Kind? Bevor wir ein Kind haben, schenke ich dir erst einmal einen kleinen Hund zu deinem Geburtstag und esse ihn dann auf. Kandidat 3. Bei mir ist es ein kleines Problem. Ich müsste zum Nachbarn gehen und mir was borgen. Verstehst du? Dein Bestes möchte ich. Ganz
versuche ich jetzt einmal zu lösen. Kandidat Nummer 1, du bist Jürgen Fliege, der vom Satan besessen ist. Ja! Kandidat Nummer 2, du bist so ein Chinese, der das Essen bringt. Und was tut? Und was tut? Er bringt immer die falschen Sachen rein. Er bringt immer die falschen Sachen? Oh nein, das ist ja reizend. Das finde ich süß. Und Kandidat Nummer 3, du bist bei der Mafia schwer geschädigt worden, oder? Hast du die Füße, die Arme, die Beine und dann Pimmel auch noch weggeschossen, oder? Sagen wir ja bei einem Doktor. Ein Doktor, der ihn hergestellt hat. Oh, beim Frankenstein und die haben vergessen, dir davon was dran zu machen. So ist es! Wunderbar.